Mit folgender Übung trainieren wir unsere Brustmuskulatur und die Handgelenksmuskulatur. Die ist ganz wichtig, dass sie wirklich stark ist, falls wir mal stürzen sollten, dass wir uns abfangen können. Meistens sind wir da nicht ganz so stark, also eine wichtige Muskulatur. Du kommst zuerst mal auf deine Knie, nimmst deine Hände unter deine Schultern und jetzt gehst du mit deinem Brustbein tief und kommst wieder nach oben, federst dich ab und versuchst jetzt mal winkelverändernd deine Hände abzusetzen. Ganz leise abfedern. Dieses Federn trainiert auch unsere Faszien, die Elastizität. Und bremse wirklich langsam nach unten ab und du spürst die Kräftigung deiner Brustmuskulatur. Mit folgender Übung trainieren wir unser Herz-Kreislauf-System und stabilisieren gleichzeitig auch die Körpermitte und trainieren auch etwas die Arme. Dazu nehmen wir die Brasiers in die Hände, öffnen die Beine und gehen jetzt einfach mal rechts-links drauf los und schütteln dann beide Brasiers einmal über die rechte, einmal über die linke Schulter und das Ganze etwas schneller, rechts-links. Den Bauchnabel nach innen ziehen. Deine Schultern entspannt lassen und den Atem fließen lassen. Mit folgender Übung trainierst du deine Gleichgewichtsfähigkeit und dein Gesäß, deine Außenseite, Oberschenkel, die ganz wichtig sind für eine aufrechte Haltung, natürlich auch für straffe Beine, denn die Muskulatur richtet dein Becken auf und stabilisiert dich bei jedem Schritt. Nimm das Togo Loop um deine Unterschenkel, stell dich auf ein Bein und denk daran, bei dem zweiten Durchgang die andere Seite zu nehmen. Versuch hier deine Balance zu finden und mach jetzt ganz kleine Bewegungen mit dem freien Bein nach oben. Dein Becken stabil halten, deinen Bauchnabel sanft nach innen ziehen und dein Brustbein anheben. Mit dieser Übung trainierst du dein Herz-Kreislauf-System und schulst auch deine Gleichgewichtsfähigkeit. Du stellst dich auf ein Bein, aufrichten, Bauchnabel sanft nach innen ziehen und du springst jetzt auf dein anderes Bein. Federst leise ab und wechselst die Seite. Und das Ganze etwas zügiger. Einmal rechts, links. Leise abfedern und einen kurzen Moment auf der Seite halten. Mit folgender Übung kräftigen wir unsere Beine und unser Gesäß. Du nimmst den Redondo Ball Plus einfach mal zwischen deine Unterschenkel, richtest dich auf im Brustbein. Ziehst deinen Bauchnabel sanft nach innen und denk daran, wenn du jetzt tief gehst, nimmst du dein Gewicht weit nach hinten in Richtung Fersen, so dass deine Fußspitzen etwas in der Luft sind. Deine Arme nach vorne, richte dich dann auf, komm nach oben auf deine Fußspitzen, zieh dich weit nach oben. Noch einmal tief kommen, deine Oberschenkel parallel zueinander halten und wieder aufrichten. Zusätzlich schulen wir natürlich auch die Gleichgewichtsfähigkeit. Nochmal. Mit folgender Übung stabilisieren wir unsere Körpermitte. Kräftigen die tiefen Muskeln, kräftigen auch die Rückseite, Oberschenkel und unser Gesäß.
Dazu nimmst du deine Oberschenkel und rollst dich ganz langsam in die Rückenlage ab. Deine Schultern entspannen. Und jetzt schieb deine Füße in den Boden, versuch dein Steißbein in Richtung Ferse zu schieben und roll dein Becken nach oben auf, bis du maximal bei deinen Schulterblattspitzen ankommst. Hier halten, ein Bein anheben und jetzt über deinem Brustbein ganz kleine Mini-Moves ausführen. Kleine, schnelle Bewegungen, die deine tiefe Muskulatur anregen, anzuspannen. Denk dann auch daran, beim zweiten Durchgang die Seite zu wechseln. Dein Becken parallel zum Boden. Bauchnabel nach innen ziehen. Mit der folgenden Übung schulen wir unsere Gleichgewichtsfähigkeit. Dazu gehst du auf das Steinbein, zuerst mal mit einem Fuß, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, richte dich auf und dann mit dem anderen Fuß versuchst zuerst einmal die Balance hier zu finden und roll dann einmal deinen rechten, einmal deinen linken Fuß nach unten ab. Trete auf dem Steinbein, achte darauf, dass deine Füße parallel zum Boden bleiben, nimm deine Arme gegengleich mit und wenn du wackelst, dann trainierst du. Also du darfst gerne wackeln, dann trainierst du deine tiefen Muskeln. Blick nach vorne und Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Mit folgender Übung kräftigst du die Muskulatur rund um deine Schulter. Dazu ist wichtig, dich aufzurichten. Deine Knie sind etwas durchlässig, dein Bauchnabel sanft nach innen ziehen und dein Brustbein anheben. Nimm jetzt den Stone in eine Hand und kreise mit dem Ellbogen nach hinten. Denk daran, beim zweiten Durchgang mit der anderen Seite. Deine Schultern tief nach hinten unten ziehen, dein Nacken ist entspannt und dein Bauchnabel immer sanft nach innen gezogen. Mit der folgenden Übung kräftigst du deine schräge Bauchmuskulatur, deine seitliche Rumpfmuskulatur und die Schultermuskulatur. Wir mobilisieren aber auch die Brustwirbelsäule, die ganz wichtig ist, dass sie beweglich bleibt. Dazu kommst du auf deinen Ellbogen, nimmst den Redondo Ball Plus zwischen deine Knie, deine Unterschenkel zurück. Jetzt schiebst du dich hier nach oben, schau, dass dein Ellbogen wirklich unter der Schulter bleibt und streck dein oberes Bein jetzt in einer Linie mit deinem Körper aus. Nimm deine Hand hinter den Kopf, atme ein. Zieh dich hier raus, Spannung in der Mitte halten und mit dem Ausatmen den Ellbogen in Richtung Hand bewegen und einatmen, wieder aufrichten. Nochmal ausatmen und einatmen. Dein Becken bleibt wirklich oben, ganz stabil. Und dein Bauchnabel nach innen ziehen.